Herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer erneuten Ausgabe der Gothic 2 Randomizer-Mod. Ja, und wir sind hier immer noch im Banditenlager von Yarkender. Wir müssen jetzt mal mit dem dicken Snuff sprechen. Zumindest hat uns das Huno gesagt, dann finden wir unseren Auftraggeber. Schauen wir mal. Huno schickt mich. Sieht aus, als hättest du deinen Mann gefunden. Geh doch mal eine Etage höher, dort wartet jemand auf dich. Aber vorher noch. Was gibt's denn Leckeres? Ich will ein neues Gericht ausprobieren. Feuergeschnetzeltes in Hammersoße. Hammersoße? Eine Soße aus hammerhartem Schnaps. Ich habe ein Rezept von einem Typen namens Lou. Besorg du die Zutaten und brenn den Schnaps oben am Labortisch. Dann mache ich daraus eine Soße. Was meinst du? Okay, ich mach's. Alles klar. Hier ist das Rezept. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Ah nee, das muss ja eh, glaube ich, Samuel machen, oder? Das Rezept gucke ich mir mal ganz kurz an. Hier. Los, Hammer. Zutaten für das Hammergebräu. Man nehme zwei Wasserflaschen sowie zwei Rüben und eine ordentliche Portion Sumpfkraut. Dazu gemahlene Zähne von einem Sumpfhai. Alles in eine Flasche kippen und mit einem guten Schuss Rum abkochen. Prost. Laut einem alten, blinden Mann ist es gesünder, die Dämpfe nicht einzuatmen. Shit. Aber ich hab, Sumpfkraut könnte ich haben. Aber ein Sumpfhai-Zahn? Ich glaube, an dem Sumpfhai-Zahn wird es scheitern. Den habe ich nicht. Ich habe Drachenschuppen. Ich habe Trollfälle. Ich habe jeden möglichen Scheiß. Aber einen Sumpfhai-Zahn habe ich, glaube ich, nicht. Tja. Einen Sumpfhai-Zahn habe ich nicht. Ich müsste lernen von dem Jäger, wie ich den Sumpfhai in die Zähne nehmen kann. Mit ein bisschen Glück spawnen nochmal welche irgendwo in der Welt. Shit. Oh Mann. Okay, naja, mal sehen, wie ich das mache. Vielleicht kann ich da nochmal mit Samuel quatschen. Oh, was für eine Überraschung. Ich habe dein Paket. Tatsache. Was ist mit Juan? Er ist tot. Gut, dann kann er mir keinen Ärger mehr machen. Was dich betrifft, ich habe ziemlich gute Beziehungen zu Huno. Ich werde dafür sorgen, dass du ab jetzt billig an deine Rüstungen rankommst. Und hier, diesen Stein, habe ich einst von Koristo bekommen. Es ist das Einzige, was meine Flucht aus der Barriere überlebt hat. Ich denke, du kannst mehr damit anfangen als ich. Eine Hand wäscht die andere. Das hat sich seit damals nicht geändert. Voll geil! Hier wird sogar noch Koristo proaktiv erwähnt. Das ist ja Wahnsinn. Den Dialog kann ich, glaube ich, auch noch nicht. Geil. Du steckst also hinter dem Attentat. Ja. Esteban steht meinen Geschäften im Weg. Alle Banditen, die für mich arbeiten, lässt er nicht mehr in die Mine. Er sorgt dafür, dass alle für ihn arbeiten. Und nur für ihn. So kann er von jedem Geschäft seinen Teil abkassieren und kontrolliert das gesamte Lager. Willst du an seine Stelle treten? Nein, ich bin Händler. Ich will nur in Ruhe meinen Geschäften nachgehen. Was hast du jetzt vor? Wir werden Esteban aus dem Weg räumen. Das heißt, du wirst ihn umlegen und seine Position übernehmen. Solange seine Leibwächter bei ihm sind, habe ich keine Chance. Dann müssen wir sie dazu kriegen, dass sie abhauen. Und zwar mit der Wahrheit. Welche Wahrheit? Du hast deinen Job erledigt. Du weißt, dass ich hinter dem Attentat stecke. Erzähle das Esteban. Und er wird seine Jungs schicken, um mich zu töten. Ich werde sie hier erwarten. Wenn sie weg sind, kannst du dir den Mistkerl vornehmen. Und ich kümmere mich um die Wachen. Klingt nach einem guten Plan. Und ganz ehrlich, ich arbeite lieber für Fisk oder mit Fisk, als für Esteban. Die Old Camp Connection muss bestehen bleiben. Ne? Also muss jeder, der nicht zum alten Lager gehört, rausfliegen.
Irgendwann musste es ja so kommen. Im Herzen, in unserem Herzen, in unser aller Herzen existiert das alte Lager nämlich weiter. Bis in alle Ewigkeit. Mit mir kann man sowas nicht machen. Wegen des Auftrags. Pass auf, ich habe noch andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Ich dachte, es interessiert dich vielleicht, wer hinter dem Attentat steckt. Wer ist es? Sag mir seinen Namen, damit meine Wachen ihm den Hals umdrehen können. Der Händler Fisk steckt dahinter. Zurzeit steht er allerdings ahnungslos in der Kneipe und säuft. Gut gemacht, Kleiner. Meine Wachen werden sich um ihn kümmern. Ihr habt's gehört, Jungs. Schnappt euch diesen Fisk. Aber vor allem auch ohne Beweise. Ich könnte jetzt, hätte jetzt jeden nennen können. Und hätte das zu meinem Vorteil nutzen können, um... Ja, egal. Und wie geht's jetzt weiter? Wie es jetzt weitergeht? Ich sage dir, wie es weitergeht. Fisk wird einen schmerzvollen Tod erleiden. Und jeder im Lager wird davon erfahren. Das wird ihnen allen eine Warnung sein. Kriege ich jetzt einen roten Stein? Du hast deine Sache gut gemacht. Jemand wie du hat in der Mine nichts verloren. Ich kann dich hier viel besser gebrauchen. Du wirst im Lager bleiben und weiterhin für mich arbeiten. Willst du mich verarschen? Es war nie die Rede davon, dass ich für dich arbeite. So ein Angebot bekommt nicht jeder. Aber wenn du nicht willst, steht es dir auch frei, das Lager zu verlassen. Wie wäre es, wenn du dein Wort hältst und mir einen roten Stein gibst? Hey, noch ein Wort und meine Wachen müssen dir auch noch wehtun. Welche Wachen? Was? Ach, ich verstehe. Du versuchst mich reinzulegen. Na, warte. Jetzt geht's zur Sache. Langweiliger Kampf. Oh ja, nice, eine Steintafel. So, dann gehen wir mal zu Fisk. Schau mal, wie es bei ihm so lief. Ja, würde ich sagen, lief gut. Das ist ja mega. So, der Kopf von der Wache steckt einfach im Arsch des Templers. Super. So. Ja, ein bisschen kleinen Kram haben sie dabei gehabt. Esteban ist erledigt. Darauf habe ich lange gewartet. Ich denke, du hast jetzt einiges zu tun. Und ich muss mich auch wieder um meine Geschäfte kümmern. Also, wenn du noch was brauchst, du weißt, wo du mich findest. Ja, gutes Gelingen dir. Ja, damit haben wir jetzt hier unten eigentlich die Fronten geklärt für alles und jeden. Wird Zeit, dass wir jetzt da hochkommen. Erstmal einen Teleporter aktivieren, das ist das Wichtigste. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Hey. Ich habe hier eine Steintafel für dich, aber das ist nicht die rote. Ich habe hier eine rote Steintafel. Okay, du hast Esteban erledigt. Dann wirst du jetzt seinen Job machen. In der Mine haben sie ein paar Probleme mit Minecrawlern. Drei Butler hat's bereits erwischt. Es ist deine Aufgabe, für Nachschub zu sorgen. Und wann kann ich endlich in die verdammte Mine? Mach deinen Job. Danach kannst du machen, was du willst. Übrigens. Hey, was ist mit deiner Rüstung? Wo kriege ich so eine Rüstung her? Gar nicht. Die Rüstungen sind Ravens Garde vorbehalten. Ich glaube kaum, dass es eine Aufnahmeprüfung für neue Anwärter gibt. Aber letztendlich liegt die Entscheidung nicht bei mir, sondern bei Raven. Okay, gut. Achso, erstmal die Butler reinschicken. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Warte mal, man konnte auch noch andere. Ja, man kann auch Paul reinschicken. Noch mehr Ärger. Genau, das wollte ich mal ausprobieren. Das hat mir Jorgenson mal erzählt. Das interessiert mich nicht. Du wirst in der Mine gebraucht. Endlich. Hier, du sollst mein Erz dafür haben. Geil. Man kann nämlich auch Paul reinschicken. So, Finn ist ein Speichellecker, der bleibt hier. Ein Speichellecker von Esteban. Du wirst in der Mine gebraucht. Du hast ja tatsächlich einen roten Stein für mich. Ausgezeichnet. Jetzt werde ich diesen verdammten Fels zu Krümeln verarbeiten. Ich weiß auch schon genau, wo ich hingehe. Noch eine Sache. Wenn du schürfen gehst, pass auf, dass du nicht zu feste drauf haust. Sonst verkeilt sich deine Spitzhacke im Gold. Okay, und Emilio schicken wir noch ein. Der war auch Anti-Esteban. Du wirst in der Mine gebraucht. So, du bist jetzt also der Boss hier, okay? Dann werde ich mal losziehen. So, und Finn bleibt hier.
Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Bei dir würde ich sagen, du bist ein erfahrener Goldschürfer. Ein ganz passabler Meisterguru. Das sind doch alles nur Gerüchte. Ey, ich muss da immer wieder an diese Synchrofage von Jorgensen denken. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ich weiß ja nicht mehr, welcher Film das war. Aber gebt mal auf YouTube ein ganz passabler Meisterguru oder irgendwie sowas, dann findet ihr das Video schon. Das ist echt, ich hab da lang gelegen vor Lachen. Hey! Das will doch keiner wissen. Ich habe drei Kerle losgeschickt. Alles klar. Dann kannst du wegen mir rein. Das ist kein Geheimnis. Erkennst du mich nicht? Aus dem alten Lager. Du bist einer der Gefangenen. Vielleicht warst du einer meiner Gardisten. Und? Macht uns das jetzt zu Verbündeten? Nein, das macht es uns nicht. Vielleicht bist du der Typ, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Vielleicht hast du auch meine Kumpels umgebracht. Na und? Die Zeiten sind vorbei. Es ist wichtig, dass ich Raven erreiche. Ach ja. Glaubst du etwa, du kannst bis zu ihm vordringen? Seine Garde hat Anordnung, niemanden vorzulassen. Du wärst tot, bevor du ihn auch nur zu Gesicht bekommen würdest. Also schlag dir das aus dem Kopf. Okay. Halt! Geh mir aus dem Weg, Wache. Ah, in Ordnung. Du kannst passieren. So, wir aktivieren erstmal den Teleporter hier. Und wir gehen erstmal zurück zu den Magiern. So, wir quatschen erstmal mit Saturas über meinen aktuellen Wissensstand hier, über Raven etc. und Co. Und die Steintafel haben wir ja auch noch und so. Hey. Wegen Raven. Ich war im Banditenlager im Osten. Raven ist ihr Anführer. Aber um an Raven heranzukommen, muss ich erst noch einige der Banditen aus dem Weg räumen. Gut. Dann viel Glück. Aber vergiss nicht, dass es schnell gehen muss. Raven darf sein Ziel unter gar keinen Umständen erreichen. Da gibt es so einen Kerl bei den Banditen, der behauptet, dass er Ravens Pläne kennt. Sein Name ist Fortuno. Er meint, Raven will in den Tempel, um sich dort ein mächtiges Artefakt zu holen. Und? Wusste er mehr über dieses Artefakt? Er konnte mir nur erzählen, dass Raven dazu das Grab eines Adanos-Priesters ausheben ließ. Dieses Grab enthält vielleicht den Schlüssel zum Tempel. Du solltest dich dort vielleicht einmal umsehen. Raven hat die Gefangenen dazu gezwungen, das Grab dieses Priesters auszuheben. Das ist nicht gut. Du musst dich beeilen und Raven unschädlich machen. Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Die Banditen benutzen diese Steintafeln als eine Art Zahlungsmittel. Die Tafeln tragen das Zeichen Quahodrons, eines großen Kriegers. Er ist der Feldherr, dessen Sohn Rademis die ganze Stadt in den Untergang getrieben hat. Tja, ich wette, die Banditen wissen nicht einmal, mit was sie da handeln. Sehr gut, das Bild dieser Stadt wird schon klarer, aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut, beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Adanos möge dich schützen. Stimmt, ich habe ja noch relativ viele Lernpunkte. Ich könnte das eigentlich auch in die Kreise investieren, ne? Nee, scheiß drauf. Brauche ich nicht. Ich brauche keine Kreise lernen. Ich habe meine Beschwörungsrune und das reicht mir. Damit kann ich mir Dämonen beschwören und alles andere auch. Bevor ich jetzt bei den Banditen weitermache, ich gehe erstmal nochmal zu den Piraten und will nochmal das Tal erkunden. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich, hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt mal zu den Piraten nochmal. Denn mir fehlt ein Sumpfheizahn. Ich habe das Horn eines Drachensnappers, aber kein Sumpfheizahn. Das ist wirklich, wirklich ärgerlich. Vorher kann ich dieses Rezept, dieses Loose Hammer Soßen-Rezept einfach nicht zubereiten. Oder vielleicht habe ich es übersehen, vielleicht habe ich ja doch einen Sumpfheizahn. Haut eines Reptils. Nee, shit, habe ich nicht. Fuck. Das ist so ärgerlich. Rum, 2 Rüben, eine Flasche Wasser.
Das sollte ich haben. Rum habe ich... Oh. Habe ich zwei Rüben, das ist auch nochmal eine... Fuck, ich habe auch noch eine Rübe, scheiße. Mist. Flasche Wasser habe ich zum Glück, okay. Okay, pass auf, ich gehe jetzt erstmal zu dem... Samuel. In der Hoffnung, dass ich dem das Rezept geben kann und der mir das Ding baut. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe echt leider keine Ahnung mehr. Wie das nochmal funktionierte, diese Quest. Ich glaube, das habe ich relativ selten gemacht immer. Vielleicht habe ich auch Glück und der Gerrit handelt damit irgendwie. Vielleicht hat der durch Zufall einen Sumpfheizahn im Angebot, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Weil das ist so eine Ware, die sonst niemand verkauft. Kein Händler dieser Welt. Im normalen Spiel und deshalb wird er das wahrscheinlich auch nicht verkaufen. Das wird verdammt schwer werden, daran zu kommen. Aber ja, gut, im Zweifel ja, kann ich die Quest halt nicht machen, dann ist das halt so, aber ich probiere es wenigstens. Zeig mir deine Ware. Scheiße. Gibt's was Neues? Jetzt, wo Greg wieder da. Ja, okay, das haben wir schon. Aber da kann ich noch mal ganz kurz mit Greg sprechen. Vielleicht hat er ja... Gibt es irgendeinen Dialog oder so, den ich noch nicht kenne? Die Banditen haben eine Goldmine gefunden. Ich wusste es. Deshalb sind sie hierher gekommen. Kein Mensch lebt freiwillig in dem monsterverseuchten Sumpf. Gute Arbeit. Hier, ich hab was für dich. Oh, ein Ring, cool. Und es gab 200 Erfahrungspunkte, also nicht zu verachten. Ja gut, jetzt ist meine letzte Hoffnung, dass ich... Also, ich hoffe, ich kann Samuel das Rezept geben und dann ist der Lachs gegessen. Dann ist der Käse gelöchert, dann ist die Butter geschmolzen. Ja. Ich habe ein Rezept für dich. Oh, lass mal sehen. Was denn für ein Rezept? Es ist von Snuff. Das hört sich ja schrecklich an. Das muss ich sofort ausprobieren. Geil. Ja, geil. Ich will was Stärkeres. Was darf sein? Yes. Ich will Loose Hammer. Gutes Zeug, hau Wächtenkrom. Hau Wächtenkrom. Ich will Loose Hammer. Gutes Zeug, hau... Super, okay, Gott sei Dank. Ende gut, alles gut. Das hat alles funktioniert, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Okay, gut. Ich hatte das so ganz, ganz düster im Hinterkopf irgendwie. Aber das hat zum Glück funktioniert. So, morgen habe ich ja seinen Ring schon zurückgegeben, genau. Aber vielleicht kann ich nochmal gucken, was der Greg mir gerade für einen Ring gegeben hat. Ring der Gewandtheit, wahrscheinlich. Ja, das sind alles so... Oh, wobei, zwei Stärkeringe habe ich hier. Aber ich brauche die Lebensenergie. Wie viel Stärke habe ich jetzt? 122? Lohnt sich das, um eine bessere Waffe zu tragen? Wahrscheinlich schon, ne? Zweihand Malus, Alter. Wer soll das tragen, ey? Oh, schwerer Erzzweihänder. Den hätte ich schon vorher tragen können, lol. Guck mal, ich kann jetzt die rohe Erzklinge tragen. Oh, das Ordensschwert ist jetzt drin. Geil. Oh, mega. Okay, dann trage ich jetzt das Ordensschwert. Das ist eine verdammt gute Waffe. Oh, ich liebe dieses Ordensschwert. Das ist echt eine geil designte Waffe. Die mag ich wirklich sehr. Gut. Oh, ich hätte vorher schon eine bessere Waffe tragen können. Ich habe es noch nicht geblickt, Alter. Hä? Lul. Okay, aber jetzt haben wir dieses Schwert, was wirklich massiv viel Damage macht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir haben immer noch über 600 Lebensenergie. Also von daher hat sich das doch bisher ganz gut gelohnt, würde ich sagen. Okay. Ja, was wir jetzt mal machen, wir gehen jetzt mal zurück. Oder kämpfe ich mich jetzt erstmal durch diese Grotte da zum Banditenlager? Könnten wir auch machen. Dann machen wir das erstmal so. Wir gehen jetzt doch nicht zu den beiden Häusern, die noch übrig sind, sondern wir gehen über die Brücke, über die Steinbrücke. Nehmen wir den nördlichen Weg zurück zum Banditenlager. Einfach der Vollständigkeit halber, weil ich dort natürlich noch ein paar Sachen aufräumen muss.
paar Gegner besiegen muss, etc. pp. Vielleicht finden wir da auch ein bisschen Loot oder so. Also so, ne, diese Bücher mit dem gesammelten Wissen und so. Das sind echt wertvolle Sachen in diesem Run hier. Und, ja, Steintafeln. Also Steintafeln aller Art kann ich immer gebrauchen. Das ist für mich das Wertvollste mittlerweile. Oh, ein schneller Hering, das ist gut. Den können wir sogar direkt mal trinken. So. Beschleunigen wir das Ganze hier etwas. Und dann können wir Snuff diese, den Loose Hammer geben. Das ist natürlich sehr nice. Dann haben wir das auch gleich damit abgeschlossen. Und wir probieren jetzt mal unser neues Schwert aus. Oh, guck mal. Das müssen wir noch mitnehmen, ja. Wer wäre ich, das zurückzulassen? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Okay, wir haben hier eine Feuerspruchrolle, einen Erzbrocken und eine Blitzspruchrolle. So, testen wir mal unser neues Schwert aus. Oh Gott, ich habe schon wieder ewig nicht mehr gespeichert. Das erste Opfer, was meiner Klinge zum Opfer fällt, ist ein kleiner, feiner Goblin. Die sind bis auf ein paar Goldmünzen sind hier gar nichts, okay. So, schauen wir mal, was aus den ganzen Minecrawlern geworden ist, die normalerweise hier rumhängen. Oh, Skelette. Oh je, da vorne sehe ich so einen Drachensnapper, vor dem habe ich echt Angst, muss ich sagen. Oh, da hat eine Innerstatue dabei. Interessant. Und die ganzen Schätze heben wir auch mal, wenn wir jetzt einmal hier sind. Ah, ich glaube, yes. Ich habe etwas gefunden. Genau sowas meinte ich. Eine Steintafel. Nice. Was steht da drauf? Also erstmal die des Geschicks, die hatten wir vorher schon. Zweihandkampf, sehr gut. Je mehr Prozent im Zweihandkampf, desto besser. Jeder Schlag ein Treffer. Jeder Schlag geht rein. Jetzt habe ich aber ein bisschen Angst vor diesem Drachensnapper dort. Der könnte mir immer noch... Das könnte so ein übel krasser sein, der mich in einem Biss tot beißt. Oder es könnte auch so einer sein, der mir gar keinen Schaden mehr macht. Was ist das? Das ist eine große Überraschung. Ja, das ist so ein ultra starker. Nein, fuck, das war so knapp. Das war ultra knapp, okay. Das war mega knapp. Aber wir machen dem auch Schaden. Wir machen dem auch gut Schaden. Wir brauchen eine Ablenkung. Wir brauchen eine Ablenkung. Kinders, wir sind mittlerweile so gut. Bin ich eigentlich... Ich bin doch erst im Kapitel 2, oder? Oder bin ich schon im Kapitel 3? Nee, ich bin erst Kapitel 2. Ja, okay, ja, das reicht mir natürlich auch aus Ablenkung. Ich dachte ja an was anderes als Ablenkung. Irgendwie sowas wie ein Skelettkrieger oder sowas. Aber das geht natürlich auch. Kannst du mal bitte auf Angriffskurs gehen? Mein lieber Dämon. Danke. Wow, Alter, 1210 Erfahrungspunkte. Okay, ich glaube, das war einer der stärkeren. Sieht man, glaube ich, auch am Schaden. Was zur Hölle, Alter? Okay, ich muss mir unbedingt noch mehr Heiltränke kaufen. Aber es lohnt sich halt nicht, auf Alchemie zu gehen, also Alchemie zu lernen, weil das Problem ist, ich finde halt kaum Pflanzen, die ich verwerten kann. Das sind verschwendete Erfahrungspunkte. Sehr gut. Mein junger Dämon. Pflanzenfleisch, okay. Scheiße, jetzt ist er schon weg. Mist. Ich hatte gehofft, ich kann ihn nochmal nutzen, aber... Oh, ein Eisgolem. Boah, das ist jetzt wieder so eine üble Wundertüte. Keine Ahnung, ob ich den jetzt schaffe oder nicht.
Nee, den schaff ich wohl nicht. Darf ich nur nicht treffen lassen. Echt? Ich darf mich nur nicht treffen lassen. Oh, okay. Das lief ja ausgezeichnet. Okay, wir müssen aber erstmal den Scavenger da weghauen. Der irritiert mich dort. Das heißt, wir könnten den Eisgolem auch mit Feuer bekämpfen. Ablenkungsmanöver eingeleitet. Hat sie denn eine Feldrübe dabei? Ah, ne, brauche ich ja jetzt eh nicht mehr. So. Tja. Das mit dem Mana, das könnte echt ein Problem werden auf Dauer, ne? Ich habe kaum Pflanzen. Okay, ich gebe zu, ich habe 47 Heilpflanzen. Also damit könnte ich wahrscheinlich schon einige Essenzen brauen. Das ist wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich. Alter, das macht dem ja gar nichts. Das ist ja wie, wenn ich ein Streichholz auf den werfen würde. Okay. Hier irgendwas, was ich beschwören kann? Ich glaube nicht mal ein großer Feuerball könnte dem Schaden machen. So ein großer Feuerball, Junge! Ja, Wächter, wie wär's mit Angriff? Kommando Angriff. Ah. Oh! Ja, schön in die Mangel nehmen. Sehr gut, der Schaden ist da. Jetzt schön hier, jawohl. Das dauert eine Weile, weil der jetzt immer zurückweicht. Sauber. Das war gut. Schön in die Ecke getrieben, dass er sich da nicht mehr rausbewegen kann. Wichtigen Zeitpunkt abgewartet. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Da liegt ein Ring. Silberner. Links, 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 rechts, rechts. Links, links, rechts, 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 links. Ui. Ja, so viel Mana haben wir sowieso nicht. Nee, warte mal, doch, das ist der Schaden, ich Idiot. Das ist der Schaden, den das Ding macht. Okay, sollte ich auf jeden Fall behalten. Könnte mir noch was bringen. Ich habe tatsächlich einige Pflanzen hier. Vielleicht kann ich durch das Essen der Dunkelpilze noch mal ein bisschen Mana... Ah, ich Idiot, das hätte ich... Ach, egal, was, wozu will ich das... Das Gold brauche ich da eh nicht. Ich habe da mehr als genug Gold. Ich habe 14.000 Gold. Was will ich das Gold von Konstantino, dem Alchemisten? Das ergibt gar keinen Sinn. Ich ertrinke hier um Gold. So, was haben wir denn hier so? Oh, ein Hexenkrieger. Diese dämlichen Runenbücher, ey. Die müsste ich jetzt bald mal alle verkaufen, ey. Ah, ich sollte nicht vergessen, die zu looten. Die könnten geilen Scheiß dabei haben. Ich unterschätze das mal schnell immer, weil ich vergesse, dass die random Loot dabei haben könnten. Was haben wir hier? Korangas Rüstung. Er war an vielen Stellen der Koranga. Er hat überall seine Rüstungen liegen lassen. Tja, ich sollte erst den Feldräuber da beseitigen. Ach, hier liegt ein totes Skelett. So, jetzt speichern wir das Ganze und jetzt nehmen wir uns mal diesen Echsenkrieger davor. Der wird hier mein Endboss-Gegner sein in diesem Teil der Welt. Oder auch nicht. Okay, wir machen jetzt endlich genug Schaden, um auch mal so ein Echsenmonster platt zu machen. Geil. Hier haben wir nix. Ui. Links, rechts,
links, rechts, rechts, links, rechts. Wow, oh Mann, ey, das lohnt sich einfach nicht. Aber man weiß ja vorher nie, was drin ist, ne? Das ist halt immer die Sache. So, ich höre hier schon den Feuerteufel. Es müsste der Feuerteufel zumindest sein. Wäre aber wahrscheinlicher, dass ich mich auch irre. Ne, es ist ein Troll. Okay. Aber den könnten wir eigentlich jetzt hinkriegen schon. Wir wissen zwar nicht, wie stark der ist, aber wir könnten das schaffen. Grundsolide, würde ich sagen. Das lief doch ganz grundsolide. Oh, ich mag diese Maya-Gebäude hier, ey. Geil. Das sind keine Maya-Gebäude, das sind Inka-Gebäude. Das sind Azteken-Gebäude, du Idiot. Ich habe keine Ahnung. Bin ehrlich, ich habe keine verdammte Ahnung. Aber ich mag die südamerikanische Kultur. Ich guck mir gerne Dokus über Azteken, Maya und die Inka und so an. Finde ich immer sehr geil. Finde ich sehr spannend. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Vor allem, wenn man mal überlegt, dass diese Kulturen damals, die waren hochentwickelt für ihre Zeit damals. Und da mal überlegt, was so in Europa zu dieser Zeit abging, war das dort das nächste Zeitalter, wenn man so will. Wenn man es ein bisschen auf Age of Empires adaptieren will, waren die schon uns ein Zeitalter voraus damals. Heute ist es eher umgedreht, würde ich sagen. Okay, jetzt gehen wir mal in die Höhle hier rein. Ich weiß nicht, was aus diesem Feuerteufel geworden ist. Aber es kann sein, dass der geblieben ist, weil der Feuerteufel aus der Bibliothek ist auch geblieben. Genau, die werden irgendwie nicht gerandomized, finde ich interessant. Genauso wie die Untoten, die zählen anscheinend auch nicht dazu. Aber dieser Feuerteufel zählt als Untoter, nehme ich mal an. Deshalb wird er nicht gerandomized. Ja, mittlerweile ist das hier auch alles gar kein Problem mehr. Aber gerade auch bei diesem einen Drachensnapper, den wir in der Höhle hatten, ne, dann, man kann das nie so richtig einschätzen. Ist immer sehr schwer. So, okay, ja, dann sind wir doch eigentlich schon relativ weit hier. Jetzt gucken wir uns in dem Teil des Sumpfes noch um und... Ja, achso, noch ein Hinweis. In der nächsten Folge, oder ab der nächsten Folge, gibt es dann jeden Tag eine Folge. Ich habe gerade mal meinen schlauen Streamplan, Aufnahmeplan befragt. In meinem heiligen Orakel. Und er sagte, yo, nach dieser Folge, ab Folge 37, gibt es dann jeden Tag eine Folge um 18 Uhr. Von der Randomisa-Mod. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Denn ich schon. So, was haben wir dann für ein tolles Buch? Das sind wieder gesammelte Erfahrungen. Sehr, sehr wertvolles Buch. Oh ja. Verstehe. Naja, sehr viel fehlt nicht mehr zum nächsten Level ab. Also. Ist in Schlagreichweite. Okay, ich muss diese ganzen Runenbücher demnächst mal verkaufen. Ich brauche die alle nicht. Hier sind keine Viecher. Seltsam. Da hinten, da trinkt, glaube ich, gerade ein Wolf. Oh, ein Rapier. Nee, ist ein Varan. Doch, hier. Nee, ein Schaf ertrinkt. Okay, dieses Schaf ist bereits... Es ist schon tot. Und es hat einen blauen Dudelsack dabei. Geil. Ja, sieht soweit ganz gut aus hier eigentlich. Haben uns ganz gut durchgekämpft. Ohne größere Zwischenfälle, ohne größere Probleme. Man merkt jetzt halt schon, die Waffe und die Rüstung sind jetzt halt schon echt Next-Level-Shit. Oh, du bist stark. Scheiße, ich hab zu früh geschlagen. Nein, und ich hab dich gespeichert. Oh, nee. Ach, Kinnas. Oh Mann, ey, ich hab grad... Oh, man sollte eben nicht den... Man sollte eben nicht den Tag vorm Abend loben, ey. So, diesmal unterschätze ich diesen Wag aber nicht. Ich schicke meinen mächtigen Goblin-Krieger vor. I choose you, Goblin-Krieger.
Oh, zwei Komplettkrieger, nicht schlecht. Sind leider ein bisschen langsam. Aber der war genauso. Wieder zu früh. Jawohl. Ja, es gibt dann diese paar Ausnahmefälle von Viechern, die einfach krass sind. Das ist wie eine Wundertüte. Habe ich ja schon 100 Mal erzählt. So, da vorne haben wir noch einen Lurker und einen Schatz, meine ich. Wir sitzen auf diesem Schatz wie eine Henne auf dem Ei. So. Gut, da haben wir hier eine schöne kleine Tour gemacht. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Yes, yes. Okay, cool. Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier diese Folge. Nehme ich mir jetzt komplett Zeit, um alles außerhalb des Banditenlagers noch zu erledigen. Das heißt, wir gehen jetzt zum Haus der Heiler und zum Haus der Totenwächter und erledigen das, bevor wir jetzt quasi zu Raven gehen. Bevor wir jetzt ins Banditenlager wieder zurückgehen, werde ich jetzt erstmal alles außerhalb des Banditenlagers erledigen, was man außerhalb erledigen kann. So, wir trinken nochmal so einen schnellen Hering. Ich weigere mich ein bisschen, diesen Ausdauer, diesen Sprinttrank zu trinken, ehrlich gesagt. Weil der könnte mir irgendwann mal noch wertvoll werden. Und dann ärgere ich mich, wenn ich den nicht mehr habe. Wer weiß, wann so eine Situation mal kommen mag. Oder mein Buch. Bitte ein wertvolles? Nee. Nur so ein sinnloses Runenbuch, wovon ich jetzt schon 1000 Ausgaben habe. Ich könnte Feuerrunen- und Wasserrunenbuchhändler werden. Oh, hey, moin. Ey, du hast gerade mein Loot getötet. Schäm dich. Was haben wir hier? Hier liegt noch ein Morgenstern. Ja, beim Haus der Heiler und beim Haus der Todwächter könnte es nochmal abgehen. Ist einfach ein Schaf getötet hier, oder was? Feiges Skelett. Einfach so dieses arme Schaf. Dieses, okay, gut, dieses arme Schaf hatte ein Dämonenherz. Also wahrscheinlich war es doch nicht so ein armes Schaf. Es war anscheinend doch vom Bösen besessen. Dann ist es legitim, dass es gestorben ist. Grüße gehen raus an El Bandi und Ehre der Schere und so. So, was haben wir hier in der Wasserruhe? Ah, hier haben wir noch einen Schatz. Geil, große Schatzsuche hier heute. Das ist jetzt schon der x-te Schatz, den ich jetzt hier hebe. Wow. Na, wenigstens habe ich keinen Dietrich vergoldet. Bitte eine Steintafel, bitte eine Steintafel, bitte eine Steintafel. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Yes, eine Steintafel. Sieht sogar aus wie eine der Stärke. Zumindest von der Farbe her. Naja, gut, Geschick. Ich glaube, daneben ist auch vorbei, aber ich nehme die auch gerne mit. Ah, tut mir leid wegen dem Reden, Leute. Da kann ich jetzt leider nichts dran ändern, es sei denn, ich finde irgendwo was zum Pennen. Jetzt vor allem bin ich jetzt mal gespannt, was ich dem Eremiten alles für Klamotten geben kann. Ich trage doch eine ganze Boutique jetzt mit mir rum. Ich müsste dem doch eigentlich alles geben, was ich habe. Wisst ihr was? Wir gehen nicht hier lang. Wir gehen die große Runde. Na fuck, für die große Runde muss ich da aber auch. Ah, gut. Okay, dann gehen wir da nochmal hoch. Wir kommen dann auf dem Weg wieder zurück hier quasi. Könnte wieder so ein unberechenbarer Wag sein. Bei Wagen und bei Drachensteppern, da habe ich große Angst immer. Ja. Und die Angst ist durchaus berechtigt. Durchaus berechtigt. Brauche ich Hilfe? Oh, perfekt, ey. Du kommst immer genau da, wenn ich dich am meisten brauche. Du scheinst nicht der Klügste zu sein. Ah. Komm schon. Ja, perfekt. Perfektes Teamwork hier. Wunderbar.
Träumchen. Es lief wie geölt, das speichern wir direkt. Ich dachte immer, da ist ein Varan jetzt gewesen, aber schwer zu erkennen. Ach, hier ist ein Varan. Zwei sogar. Er darf leider nicht zu nah ans Magierlager ran, sonst greifen die den an. Ich nenne ihn Fridolin. Oder vielleicht gibt es noch ein paar andere Namensvorschläge in den Kommentaren. Aha, ich habe dieses Buch des Wissens im Augenwinkel gesehen, habe ich's. Das Spiel dachte wohl, es kann mir dieses Buch vorenthalten. Nee, 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 so nicht. So nicht, liebe Leute. Oh, gebratenes Fleisch liegt hier einfach so rum, geil. Okay. Jawohl, 8 geile Lernpunkte, Junge. 8 Lernpunkte. Verstehe. Das ist mega fett. Jetzt haben wir schon wieder über 51, ey, super. Boah, wie viele Lernpunkte ich jetzt schon über solche Bücher gezockt habe, das ist wirklich richtig wertvoll. Scheiß auf geile Waffen, scheiß auf geile Rüstungen. Diese Bücher sind's. Das ist das Wahre. Das Wertvollste, was man in dieser Mod finden kann. Ja, und Frauenkleider natürlich. Wo Frauenkleider sind, können nackte Frauen nicht weit sein. In der Theorie zumindest. In der Praxis sieht das leider dann wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Gut. Dann gehen wir mal die große Runde. Hä? Warte mal. Okay, wir haben jetzt mehr Erfahrung als das, was wir zur nächsten Stufe brauchen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendein Vieh töte, müsste ich doch jetzt Level absteigen, oder? Ja. Ich wollte gerade schon sagen, ich dachte, ich habe die Matrix durchbrochen oder irgendwas, keine Ahnung. Gehen wir erstmal kurz zu Quahotrons Grab hoch, check mal ab, was hier so ist. Speichern. Ganz wichtig. Speichern. Interessant. Der Troll ist da trotzdem standardmäßig. Aber das Skelett greift den Troll an. Sehr interessant. Okay, das Skelett hat den Troll einfach so weggemacht. Dieses Skelett scheint heftig zu sein. Ich sollte mich vorsehen. Okay, war doch nicht so heftig wie befürchtet. Jetzt hat das Vieh mir aber einfach den Troll hier weggezogen. Na gut. Okay, links, rechts, rechts, links, rechts. Eine sehr oft genutzte Kombination von Piranha Bytes. Morgen! So, was haben wir denn hier? Rüstung des Rings des Wassers. Haben wir hier ein Buch des Wissens dabei? Schade, leider nicht. Gesammelte Erfahrung würde ich aber auch nehmen. Oder irgendwelche Steintafeln, da bin ich auch dabei. Leider, leider nicht. Leichte seltene Rüstung und eine Zange. Na gut. Hat der Zombie irgendwas dabei? Nee, schade. Okay, nicht schlimm, aber die Erfahrungspunkte nehme ich gerne mit. Läuft gut bisher, ja. Kann man sich nicht beschweren. Gab's hier nicht noch eigentlich auch noch irgendwie einen Schatz oder so? Ich dachte, hier wäre noch was zum Ausgraben. Aber anscheinend nicht der Fall. Na gut.
Dafür haben wir hier noch eine Kiste. Naja. Immerhin nicht ganz wertlos hier, das Zeug. Gut, dann ich bin so gespannt, was wir dem Eremiten alles für Kleidungsstücke geben können. Wir haben so viel dabei. Das, also, ich bin eine wandelnde Boutique. Oh nein. Boah, Eisgolems. Ich kämpfe lieber gegen den schwarzen Troll als gegen den Eisgolem, muss ich ehrlich sein. Ach du Kacke, der ist ja noch stärker. Der ist ja noch viel stärker als der andere. Okay. Strecking. Na gut, der bewacht das Schaf dort. Ich will den mal verschonen. Ich verschone diesen Eisgolem, weil der auf das Schaf da aufpasst. Das ist ein tierfreundlicher Golem. Gab's denn hier nicht noch einen versteckten Pfad irgendwie? Nee, schade. Ich dachte irgendwie gab's noch einen Pfad mit einer Höhle. Habe ich mir wohl nur eingebildet. Sumpfei-Haut. Interessant. Sumpfei-Zahn hätte ich gebraucht. Okay, mega der langweilige Loot. Scheiße. Der will mir den Weg abschneiden. Ich schwöre mal kurz eine Leibwache hier. Und esse ein bisschen Käse. Und Schafswurst. Und Eintopf. Das Skelett würde ihn zwar nicht besiegen, aber für eine Ablenkung reicht es halt immer. Oh, Kacke. Aber diese Untoten hier sind irgendwie weg. Es sind doch nicht alle Untoten gleich. Gibt doch Unterschiede. Oh, wow. Das war übrigens links, links, rechts, rechts, links, rechts. Der Vollständigkeit halber. Ja, der Golem hat natürlich überlebt. Aber na gut, es war abzusehen. Nichts zu plündern. So, hier haben wir erstmal den letzten Fokus, den wir aktivieren können. Oh, okay, der Eremit ist bereits ein Ritter. Interessant, hat er trotzdem noch keine Klamotten? Was ich hier mache? Was zum Teufel machst du hier? Ich bin an den entlegensten Ort der Insel gegangen, weil ich endlich meine Ruhe haben wollte. Bürgerkrieg, Banditenüberfälle, Horden von Orks vor meiner Haustür. Das war nichts mehr für mich. Ich bin aus diesem ganzen Wahnsinn ausgestiegen. Hier gibt es zwar auch Orks, aber lange nicht so viele. Und andere Menschen lassen sich, Inos sei Dank, nie herblicken. Bis heute. So, da muss ich mal kurz an die Tür. Hier. Ich bin auf der Suche nach Steintafeln. Du hast nicht zufällig welche gefunden? Doch, aber die werde ich behalten. Sie sind das Einzige, was es hier zu lesen gibt. Ich verstehe zwar noch nicht alles, aber einige der Texte kann ich mittlerweile entziffern. Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich habe mir hier alles selber gebaut. Meine Waffen, meine Werkzeuge, meine Hütte, einfach alles. Bin hier mit nichts hingegangen, außer meiner guten Laune. Manchmal allerdings... Ja? Manchmal wünschte ich mir, ich hätte wenigstens ein paar Klamotten mitgenommen. Ich verstehe nichts von Weberei oder der Verarbeitung von Fellen. Und die Nächte sind nicht gerade warm in diesem Teil der Insel. Du bist doch ein Deserteur mit deiner Rüstung. Das geht auch alles super. Ich habe hier ein paar Klamotten für dich. Wirklich? Zeig her. Lass mich sehen, ob sie mir passen. Oh, jetzt geht's ab, Alter.
Was kann ich dem denn alles geben, ey? Okay, cool. Ich kann dem ja echt alles geben. Was geben wir dem denn? Was passt denn zu einem Aussteiger? Bäuerinnenkleid. Tatsache. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich habe mein ganzes Gold einem Piraten für die Überfahrt gegeben. Alles, was ich dir geben kann, sind ein paar alte Steintafeln. Hier, nimm sie ruhig. Ich suche mir ein paar neue. Er zieht es aber natürlich nicht an, weil es natürlich von den Rüstungswerten her schwächer ist, aber mega geil. Ich hätte jetzt sowas erwartet wie, was will ich mit Frauenklamotten oder so? Das, wenn es dafür einen Dialog geben würde, alter Schwede, das wäre insane. So, erstmal ein bisschen Geschick steigern. Ich glaube, der hat mir alte gegeben, ne? Ja. Ich hau mich mal aufs Ohr. Wird's mal Tag hier wieder. Wächst ein Feldtöterich aus dem Boden, ich würde mir Sorgen machen. Dieser kleine, miese Deserteur. Kreise des Wassers. Speicher nochmal. Wer weiß, was hier lauert. Achso, ist ja nur ein Wolf. Wow. Oh, hier haben wir noch einen Schatz, sehr gut. Sind hier wirklich auf großer Schatzsuche heute? Wahnsinn. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Tränke, auch sehr gut. Werden im Late Game echt verdammt wichtig werden. Hier haben wir noch was zum Rauchen, was zum Essen. Erstmal Pause machen. Dieser Wolf war wohl ein begnadeter Schlagzeuger. Ja, die Orks nehme ich mir später vor. Ich gehe mir erstmal den Tempel angucken, ne? Ich glaube, das müsste das Haus der Heiler gewesen sein. Nee, das Haus der Priester. Weil die Totenwächter haben ja Zombies. Okay. Das wird eine ganz miese Sache. Okay, das wird sehr unangenehm, glaube ich. Holy. Shit. Da brauche ich definitiv Freunde. Oh Mann, ey. Ja, genau. Ach, gut, dass ich gespeichert habe gerade, ey. Das hätte ich mir, glaube ich, nicht so einfach verziehen. Ein Dämon wäre eine tolle Sache. Komm schon, lieber Dämon. Alter, was will ich denn mit einem schwarzen Troll? Der nützt mir was in der Stadt oder im Kloster oder auf dem Großbauernhof, oder nicht hier. Ja, perfekt. Wir haben schnell und hart zugeschlagen, so wie es sein muss. Perfekt. Oh, ein Feuerwaran. Der Schaden war nicht ohne. Komm mal mit, lieber Dämon. Wenn du jetzt einmal da bist, die Chance, dass wir zusammen diesen Eisgolem da bezwingen, ist durchaus real. Einmal drin, alles hin. Ja, das sieht gut aus. Ja. Alter, ich glaube 1300 Erfahrungspunkte ist das meiste, was ich für irgendein Vieh bisher bekommen habe. Ich glaube, noch mehr habe ich noch nie bekommen. Kann ich mir zumindest gerade nicht erinnern. Ich glaube, das ist echt das Maximum bisher gewesen. Alter Schwede. Okay, das war ein guter Run. Das war sehr gut. Ich wollte gerade sagen, im ersten Versuch, aber das ist ja nicht die Wahrheit. Das ist ja der dritte Versuch.
Aber das lief jetzt echt unverschämt gut, würde ich sagen. Oh je, Eiswölfe. Vor denen habe ich echt Angst. Ja, das ist so ein krass starker... Scheiße! Aber dem mache ich zum Glück auch viel Schaden, ey. Holy, 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 okay. Pass auf, wir machen Folgendes. Heile mich erstmal. Könnte ich vielleicht ein bisschen länger überleben. Nochmal speichern. Zwei Wächter, okay. Jetzt macht den Platz. Sehr gut. Hat er gar keine Erfahrungspunkte gebracht? Okay, die sind jetzt da festgebackt, aber ist egal. Krieg ich jetzt auch ohne ihn. Der Eiswolf war das Wichtigste. Oh, ach so, okay. Die fallen da runter. Das ist ja auch nicht schlecht. Tja, jetzt bin ich gespannt, was mich in diesem Tempel erwartet. Hier sind ja normalerweise Minecrawler drin, aber die könnten gerandomized sein. Na, komm her. Die Wächter haben es echt bisher hoch geschafft, nicht schlecht. Das ist also jetzt, ich weiß nicht, wie viel Schatz das jetzt ist, den wir jetzt hier heben. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Oh, eine Steintafel. Achso, ist eine alte Steintafel, aber nicht schlimm, nehmen wir auch gerne. Okay, die Wächter sind irgendwie kernverwirrt, aber ist nicht schlimm. Das ist alles überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, das hier wird noch der einfachste Tempel von allen werden. Vorausgesetzt, da sind jetzt nicht vier Drachensnapper drin gespawnt, die max Stärke sind. Nein, guck mal an. Da drin waren tatsächlich die Minecrawler, aber die wurden von irgendwas getötet. Ich nehme an, von einem Skelett. Ja, das... habe ich richtig vermutet. Oh, 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 oh. Alter! Alter Verwalter! Holy shit! Das hat mir ordentlich gedrückt. Ah, ja, Buch des Wissens, geil! Ich brauche alle diese Bücher. Ich brauche noch mehr. Viel mehr davon. Ich werde nie satt. Es ist besser, wenn man mehr hat. Ich brauche mehr. Oh, hier ist noch eins. Buch der Erfahrung. Geil. Oh, schön. Der Ausflug hat sich hier definitiv gelohnt. So, hier haben wir noch die blaue Steintafel. Sehr schön. Junge, Junge, das hat sich ja mega gelohnt hier. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir hier kriegen. Zwei. Verstehe. Immerhin. Verstehe. Nehme ich gerne mit. So, was haben wir denn jetzt hier nochmal? Tja, das mit dem Mana wird langsam echt ein Problem, ne? Das mit dem Mana wird langsam, entwickelt sich echt zu einem Problem. Ich habe zwar noch 114 Essenzen, aber... ich bin gerade mal Kapitel 2. Ich brauche noch viel mehr. Aber gut, wenn die Kapitel switchen, dann ist die Chance, dass ich wieder mehr Tränke von allen Händlern kaufen kann. Wenn ich Glück habe, wohlbemerkt. Dann geht das, aber unterschätzen sollte man es nicht. Ich muss alles kriegen, was ich... muss alles nehmen, was ich finden kann. So, dann haben wir jetzt eigentlich nur noch das Haus der Totenwächter. Und dann haben wir es ja. Warte mal. Was ist denn hier oben? Geht's hier noch lang? Nee. Ich höre Goblins. Achso. Hä?
Wo kommst denn du da oben her? Wo kommt denn dieser Drachensnapper her? Wait. Kommt man da oben drauf? Dieses Plateau da? Okay, dieser Drachensnapper da ist mir nicht ganz geheuer. Weiß nicht, wo der herkommt. Ich beschwöre genauso viele Dämonen wie schwarze Trolle. Ey, das gibt's doch nicht. Zweimal hintereinander, so viel Pech kann man doch gar nicht haben. Ich brauche ja nicht mal einen Dämon jetzt eigentlich. Ich brauche nur noch irgendwas, was sich ablenkt. Ach, naja, gut. Könnte funktionieren. Aber Zombies sind halt ultra langsam. Wenn die einmal treffen, die machen schon Schaden, aber die sind halt sehr langsam. ...1400 ist echt nicht ohne. Man kommt doch hier hoch, oder? Ja, aber nur noch bis dahin und dann ist Schluss. Ganz hier hoch auf diese Plattform kommt man eben nicht. Schade. Schade Schokolade. Naja. Habe ich Akrobatik? Nee, Akrobatik habe ich noch nicht gelernt, ne? Aber das kann ich ja, glaube ich, auch nur lernen, wenn ich... Nee. Müsste ich auch so lernen können, selbst wenn ich nicht Drachenjäger bin. Na gut. So, ich nutze mal kurz den Teleporter, damit ich die Erfahrungspunkte bekomme. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich kann dir nur zu deinem Werk gratulieren. Jetzt laufen sie wieder alle. Beeindruckendes Bild, findest du nicht? Hier hast du ein paar Goldmünzen. So, dann gehen wir jetzt mal zurück und machen dort weiter, wo wir gerade aufgehört haben. So, und jetzt bekämpfen wir die Orks. Und zwar nicht viele, aber die könnten... Wenn sie gut drauf sind, habe ich ein Problem. Mega. Diese Waffe ist ein Segen. Und sie ist gesegnet. Ha! Wortwitz, ihr wisst schon. Bei zwei Orks wird schon eine Hausnummer. Das war eine sehr weise Entscheidung, diese Beschwörung. Mama! Alter, nein! Oh Gott! Okay. Die sind nicht ohne, die Boys. Die sind echt nicht ohne. Wie mache ich das denn jetzt? Nee, ein Unwetter vergeude ich dafür nicht. Genauso wenig wie ein Feuerregen. Großer Feuerball hingegen, warum nicht? Na, hab nicht genug Mana. Zumindest nicht gerade. Oh ja, das dürfte Schaden machen. Das hat Schaden gemacht. Der andere war sogar entspannt genug sitzen zu bleiben. Okay. Dann werde ich mir den jetzt mal vornehmen. Der ist stark. Also das kann man jetzt mal so als kleinen Test werten. Fürs Minental. Und holy crap, ich glaube, ich bin noch nicht wirklich bereit fürs Minental, um ehrlich zu sein. Wenn die Orks da auch alle beim Belagerungsring so drauf sind, dann wird das echt... Dann wird das ein langes Let's Play, Leute. Dann wird das ein langes Let's Play, glaube ich. Aber gut, ich muss die ja nicht umnieten. Ich kann, aber ich muss ja nicht. Zwei Skelette.
okay, eins reicht mir erstmal völlig zu. Ich glaube, das war nur ein Glückstreffer. Aber wie schnell wir jetzt auch Stufen steigen, das liegt einfach daran, dass die Monster, die ich anlege, einfach ultra viele Erfahrungspunkte bringen. Vielleicht sollte ich, also vielleicht lohnt es sich ja jetzt doch in Magie zu investieren, nochmal in Mana und Kreise und so ein Scheiß. Weg, du Knilch. Die Kuchen sprechen, haben die Krümel Pause. Alter, wie viele Erfahrungspunkte die einfach bringen, ist einfach insane. Darum steige ich halt auch so schnell viele Stufen, das ist echt gut. Ja, vielleicht lohnt sich das doch nochmal über Magie nachzudenken. Aber ich will erstmal, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht nicht doch lieber auf Stärke, diesem Stärke-Ding bleiben will. Also vom Kampftalent her würde ich sagen, bin ich jetzt schon ganz gut. Also ich habe ultra viel, ich habe 74% Zweihand, das reicht eigentlich. Selbst bis zum Late-Game reicht das, da braucht man eigentlich nicht mehr. Und Stärke ist jetzt auch schon recht weit, muss man sagen. Aber da würde ich mich mit 150 eigentlich wohler fühlen, ehrlich gesagt. 100 war jetzt so das die Mindestanforderung, die ich an mich selber hatte. 120 ist das Optimum gerade für den jetzigen Moment, aber 150 wird im Minental wahrscheinlich das Angemessenste sein. Aber da frage ich mich, wer bringt denn überhaupt so viel Stärke bei, also. Ich glaube, das wäre eh was fürs dritte Kapitel erst. Ich glaube, nicht mal Laris kann mir jetzt mehr als 90 Stärke im Moment beibringen. Ich bin jetzt halt nur schon so weit, weil ich jetzt schon die ganzen Steintafeln und so weiter gezockt habe. Ach du Heilige, was geht hier ab? Okay, das wird heftig. Alter Schwede, das wird so krass. Vor dem Drachenstep habe ich die meiste Angst. Wie wär's mit Attacke? Bin ich tot. Der war hart. Alter, 910! Junge, Junge, Alter. Der hat mir aber auch gedrückt, der Kollege. Ist alles nicht so einfach. Oh Gott. Bei Adanos. Oh, die Diesel. Tja, dieser Troll dort. Wird das jetzt so einer, wird das jetzt wieder gleich wie bei im Sumpf, der Troll, den ich vorhin getötet habe, oder wird das ein anderes Kaliber? Wir werden sehen. Das ist ein anderes Kaliber. Ja. Anderes Kaliber. Aber umlaufen ist halt nicht, ne? Ich glaube, ich brauche eine Beschwörung. Ich kann dem Schaden machen. Macht ihm auch ganz gut Schaden, aber der macht mir halt massiv mehr Schaden. Ich schicke jetzt alles, was ich habe. Ja, der muss abgelenkt werden. Perfekt. Guck mal, der Kollege hat hier einen Lederbeutel im Auge stecken. Ich entferne dir das mal. Dann siehst du wieder was. Was haben wir denn hier noch? Ach, diese Runenbücher. Immer diese Runenbücher. Ich kann es nicht mehr sehen. Naja. Tja, der Mut. Der hat noch Wasser dabei und ein paar Goldmünzen. Danke fürs Aufheben. Ich spiele ja gerade auf Twitch Risen 3. Und da habe ich auch die ganze Zeit diesen Mut dabei da. Diesen Risen 3 Mut. Der leider nicht denselben Sprecher wieder hat, den Joachim Pütz. Sehr schade. Okay, der war deutlich schwächer. Aber auch der hat mir schon deutlich Arbeit abgenommen. So, ein bisschen Mana bitte. Ein bisschen Mana bitte.
Ich glaube, wird mal wieder Zeit für ein paar Runden Age of Empires 2. Ich habe jetzt bei Utwin so viel Age of Empires 3 gespielt die letzten Wochen. Wir brauchen da jetzt auch mal wieder eine Pause von. Wir haben jetzt schon, er ist jetzt dabei umzuziehen und wir haben jetzt so viel bis in August rein schon vorproduziert für ihn. Oh Gott, wenn ich da vorne das schon wieder sehe, ey. Boah, Drachensnapper und Varg gleichzeitig, das ist echt unangenehm. Schick da mal das Ablenkungsmanöver vor. Jawohl, nice. Ach, ihr dummen Idioten, Alter. Nein! Oh, shit! Oh, danke. Alter. Das war wieder so ein ultra starker. Und das. Fuck off. Fuck off. Mann. Ich hab gezögert. Ich hab zu lange gezögert. Jawohl. Das war jetzt perfekt. Das lief jetzt optimal. Boah, diese ultra starken Gegner, ey. Links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, 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 rechts, links, rechts, links, links, links. Yes, jawohl, nice. Wieder ein ordentlicher Achterpack hier, jawohl. Ja, ich glaube, also wenn ich dann die 150 Stärke zusammen habe, was nicht lange dauern sollte, wenn ich einen richtigen Lehrer gefunden habe, dann können wir eigentlich schon noch auf Mana und Magie gehen. Das hätte ich gar nicht so für möglich gehalten. Aber wir finden so viele von diesen Büchern, das ist echt gut. Ich bin schon gewundert, warum der Dämon so lange durchhält. Ach, was für ein Massaker hier wieder stattgefunden hat, ey. So, schauen wir mal, was uns hier weiter erwartet. Sehr viel schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. Oder es kann auch sehr viel schlimmer werden. So, was haben wir hier hinten? Hallo! Inoffizielle Hausdurchsuchung. Rüstung einer Drachenjägerin. Das hört sich nicht gut an. Das ist nicht gut. Oh, das war wieder ein ultra starker, aber ich hatte jetzt massives Glück gehabt. Ich habe das scharf gerecht. Also ich glaube, ich hatte jetzt einfach nur echtes Glück gehabt. Boah, stellt euch mal vor, das ganze Spiel wäre nur von solchen krass starken Viechern gepflastert, ey. Das wäre was für Jorgenson. Da wäre ich ja mal sowas von raus, Alter. Aber massiv wäre ich da raus. Ja, immerhin, 460 Erfahrungspunkte nochmal. Das ist echt nicht wenig. Das nächste Level Up ist gar nicht mehr so weit weg. Das ist echt Wahnsinn, wie schnell wir die Stufen aufsteigen, weil die ganzen NPC-Gegner hier Haufen Erfahrungspunkte bringen. Oh. Hallo, Mr. Feldknöterich. Oh nein, Alter. Oh, warum denn ein Eisgolem? So viele verschiedene Gegnervariationen. Warum muss es ein Eisgolem sein? Okay, perfekt. Ein Dämon ist es drin. Das ist jetzt echt schlecht. Das ist super schlecht. Fuck! Ja. Hätte echt fast nicht mehr beschissener laufen können, glaube ich. Boah.
Aber wie es aussieht, kann ich wohl auch eine Beschwörung vornehmen und die bleibt dann da, wenn ich speichere und neu lade. Okay, der Golem ist abgelenkt. Jetzt wird das Vieh von Schlägen eingedeckt. So, ich speichere mal, bevor ich diesen Subgolem da angreife. Der sollte eigentlich nicht stark sein, aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Fuck off. So, meiner Erfahrung nach sind jetzt hier Zombies. Die sollten drinnen sein. Und draußen dran stehen. Alter, mein Trankverschleiß in dieser Folge ist aber auch wirklich massiv. Also, nicht so wie mein Bizeps, der ist weniger massiv, aber der Trankverschleiß hier schon, der ist heftig. Oder sind hier Steinwächter? Nee, Steinwächter waren im Haus der Heiler. Das hier ist das Haus der Totenwächter. Mit einem Skelett klingt das, glaube ich, ganz machbar. Ich darf die nicht unterschätzen, die sind sehr stark, wenn sie einmal treffen, habe ich schon mal... Oh! Habe ich schon leider einmal die Erfahrung machen müssen. Okay. Ausgezeichnet. Gut. Jetzt fällt schon ein bisschen Anspannung ab, muss ich sagen. Das muss ich sagen. Oh, jawoll. Maha, lecker. Buch der gesammelten Erfahrung. Schmeckt sehr gut. Rechts, links. Okay. Dann ist die andere, glaube ich, links-rechts gewesen, ne? Bürgerinnenkleidung und eine Kriegskeule. Ja, die war links-rechts, genau. So, jetzt holen wir uns die letzte Steintafel. Oh, jawoll! Das feiere ich ja. Lass mal sehen, was ist denn das hier? Also erstmal gesammelte Erfahrung, jawohl. Verstehe. Und eine schöne Zweihandkampftafel. Boah, 78% bereits, ey. Also, wenn wir noch mehr solcher geilen Tafeln finden, und wir sind ja gerade mal im zweiten Kapitel, und wartet noch ein bisschen Content auf uns, würde ich sagen. Wir sind ja gerade mal im zweiten Kapitel. Ich glaube, wenn wir noch mehr solcher Tafeln finden, es könnte möglich sein, dass wir sogar die 100% erreichen. Aber dafür müssen wir noch ein paar finden. Schauen wir uns mal, schau ich mal, ob mir das Glück hold ist. So, jetzt müsste ich eigentlich darüber, ne? Na gut. Das ist jetzt der Moment für so einen Speedtrank. Das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. 5 Minuten hält das Ding. Das sollte eigentlich reichen an Zeit. Um darüber zu springen und zu looten. Ah, da ist sogar noch ein Schatz. Oh, das war aber knapp, ey. Oh nein. Oh, das ist jetzt ganz schlecht. Und jetzt ist die Wirkung des Trankes natürlich verflogen. Scheiße. Fuck.
Jetzt schaffe ich das nicht mehr. Ich glaube, jetzt ist es nicht mehr möglich. Fuck off. Mit Akrobatik wäre es noch machbar, aber ich glaube, jetzt ist es nicht mehr möglich. Oh, Gott sei Dank, okay. Boah, es tut richtig weh, solche Tränke jetzt zu vergeuden eigentlich, aber es ist leider nötig. Die Essenzen würden jetzt wahrscheinlich schon nicht mehr so viel bringen. Bro, Alter. Diese schwarzen Trolle immer. Die drängen sich aber auch sehr auf, muss ich sagen. Viel Schaden, die rausknallen, das ist echt insane. Ja, an das Feld komme ich wohl nicht ran. Paladin-Schwert. War ein Paladin, genau wie du. Und dieses Schattenläufer liegt hier hinten, oder? Okay. Ich hoffe auf weitere Bücher der gesammelten Erfahrung oder des Wissens. Sehr super. Rechts, rechts, links, rechts, rechts. Rechts, rechts, links, rechts, rechts, rechts. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein massives Problem. Der wird den Zombie gleich schlagen und dann greift er mich an. Komm her. Bums dich. Da habe ich aber Glück gehabt. Der hätte deutlich stärker sein können. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Yes, noch mehr Steintafeln, jawohl. Ich hoffe, Vatras gibt mir dafür einige Heiltränke. Das wäre super. Aber super wäre das. Das wäre super. Okay, dafür habe ich wenigstens keinen Dietrich vergeudet, immerhin. Wenigstens etwas. Jetzt noch diese eine Truhe da und dann haben wir eigentlich soweit alles fertig hier. Okay, links, 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 okay, rechts, rechts, links, rechts, 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 links, rechts, 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 links, links, okay. Wow. Nur wegen so einer laschen Schmiedkleidung, oh je. Na gut. Tja, jetzt hoffe ich, dass ich hier wieder rüberkomme. Was hast du denn hier? Drachenblut, naja, immerhin. Immerhin etwas. Ich weiß gar nicht, ob und wie ich das Drachenblut überhaupt nutzen kann. So, jetzt stellt sich die Frage, den Sprung schaffe ich glaube ich nicht, ne? Das ist zu weit weg. Wie komme ich jetzt hier eigentlich wieder zurück? Tja. Das ist jetzt die Frage. Wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Ich habe zwar, glaube ich, noch Snapperkraut, aber ich glaube mit viel... Also mit Anlauf? Ich weiß nicht. Müsste noch Snapperkraut haben. Eins, okay. Naja, reicht ja. Nee. Oh, das ist auch so nervig, dass man im Fallen nicht Escape drücken kann. Tja, wie komme ich jetzt hier wieder zurück, hä? Da drüben vielleicht? Nee. Mit Akrobatik wäre es einfach, aber... Oh, nee. Okay, gut. Dann... geht's halt nicht. So, das habt ihr jetzt mal alle nicht gesehen. Und, was haben wir denn hier? Mensch, guck mal, eine Riesenmachete. Und Feuerkraut. Feuerkraut ist tatsächlich nützlicher als jetzt diese Riesenmachete, aber egal. Ja, dann würde ich sagen,
Wir haben jetzt soweit alles erkundet. Wir gehen jetzt noch zu Satoras zum Abschluss. Dann haben wir heute mal, ich glaube, das ist so ziemlich mit die längste Folge hier. Eine Lederrüstung. Verlasst euch jetzt nicht drauf, dass jetzt jede Folge so lang ist. Denn ab nächster Folge kommt jeden Tag eine Folge und die wird dann nicht mehr so anderthalb, zwei Stunden gehen. Sondern nur noch so halbe bis maximal drei Viertel höchstens. Weil ich ja dann deutlich eh mehr Zeit reinstecke in das Projekt. Das war jetzt heute mal eine kleine Ausnahme, weil ich jetzt gerade noch ein bisschen Zeit hatte. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Sonntag übrigens. 16 Uhr gibt es wieder einen fetten Livestream. Ich streame jetzt immer, also ich hatte ja ursprünglich geplant, immer Dienstag, Donnerstag, Sonntag zu streamen. Habe jetzt aber festgestellt, dadurch, dass die Corona-Fallzahlen weit zurückgehen und die ganzen Sporthallen wieder öffnen und wir donnerstags immer unsere Fußballrunde haben, dass ich jetzt den Donnerstag-Stream doch nicht machen kann, sondern dass jetzt den Donnerstag-Stream auf Montag gelegt habe. Das heißt, Sonntag, Montag und Dienstag gibt es jetzt drei Tage hintereinander immer einen Stream. Und freitags ja immer, wenn der Podcast ist, der erste Freitag im neuen Monat. Der dürfte meines Wissens nach, wenn diese Folge rauskommt, schon gewesen sein. Letzte Woche. Ah, so. Meine Güte, wir haben so viele Lernpunkte noch. 81, ey, holy shit. Muss ich... Also wenn ich diese Marke von 150 Stärke erreicht habe, dann bin ich zufrieden. Dann bin ich zufrieden. Da kann ich halt auch diesen Erzdrachentöter tragen. Achso, nee, warte mal. Okay, nee, ich brauche 160 Stärke, so wie es aussieht. Junge, ich kann schon den heiligen Vollstrecker tragen, der macht 160 Schaden. Was habe ich denn die ganze Zeit getragen? Ich habe die ganze Zeit das Ordensschwert getragen, aber dabei könnte ich den heiligen Vollstrecker schon tragen. Oh Mann. Okay, ich brauche also 160 Stärke. Dann bin ich zufrieden. Dann kann ich diesen großen Erzdrachentöter halten. Das reicht mir. Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Diese Tafel fand ich in einem Gebäude im Süden. Ah, eine Tafel der Totenwächter. Sie waren es, die die Geister ihrer Verstorbenen beschworen. Die Verbindung zu ihren Ahnen war bei den Erbauern sehr stark. Ich fand diese Tafel in einem Bauwerk im Südwesten. Der Tafel nach zu urteilen, handelt es sich dabei um die Behausung der Priester dieser Stadt. Der Name des obersten Priesters war Kardimon. Wir wissen noch nicht viel über ihn. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Jetzt haben wir alle Reliquien zusammen, die wir brauchen. Du hast uns einen sehr großen Dienst erwiesen. Ich danke dir. Das wird uns in unseren Studien einen entscheidenden Schritt nach vorn bringen. Okay, und alles andere... Adanos möge dich schützen. Alles andere über Raven habe ich ja schon mit ihm besprochen. Das heißt, wir werden uns jetzt in die Höhle des Löwen wieder zurückbegeben. Mit einem tollen Schwert, möchte ich mal kurz meinen. Und ja, dann würde ich sagen, ich danke bis hierhin recht herzlich fürs Zusehen. In der nächsten Folge oder ab der nächsten Folge gibt es dann jeden Tag eine Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und folgt mir gerne auf Twitch, Link in der Videobeschreibung. Bleibt gesund, haut rein. Bis zur nächsten Episode und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da, in diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.